Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin gerade auf dem Weg nach Dartmoor, beziehungsweise schon mittendrin. Und ich bin mega aufgeregt, denn ich habe etwas ganz Neues entdeckt. Und das ist eben das Faszinierende an dieser prähistorischen Landschaft, dass egal wie oft man schon da war, es gibt einfach so viel zu sehen, dass man immer wieder neue Sachen findet. Und ich bin jetzt gerade im Süden von Dartmoor. Das ist wirklich ein besonders schönes Fleckchen hier. Und da, wo ich hin will, das ist ungefähr ein 25- bis 30-minütiger Spaziergang. Der ist aber traumhaft schön. Und da nehme ich euch natürlich mit, damit ihr das alles live und in Farbe sehen könnt. So, und da ist das Ding. Das ist eine gut 350 Meter lange Steinreihe, an dessen Kopf sich ein kleiner Steinkreis befindet, wo einst ein Grab drin war. Also ein riesiger Steinhaufen, unter dem ein Mensch begraben war, die auch als Cairn bezeichnet werden. Und das Faszinierende ist, dass, wenn man sich die Steinreihe von hinten ansieht, sieht man, dass die in einer geraden Linie genau zwischen zwei Toren, also so nennt man diese Steinerhebungen in Dartmoor, diese kleinen Hügel, endet. Und das findet man oft, dass man markante Steinkreise eben in der Nähe oder auf einer Linie mit diesen Toren findet. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, habe aber leider sehr wenig gefunden, was mich echt ein bisschen überrascht hat, weil das so ein schönes Monument ist. Doch was interessant ist, dass sich am hinteren Ende der Steinreihe eine runde Mauer befindet, von der es gut möglich ist, dass sie einst eine Siedlung umschloss. Und die Steinreihe ist sozusagen das Verbindungselement zwischen dem Grab am Kopfende und der Siedlung am hinteren Ende. Und wer weiß, vielleicht hat jeder Stein eine Generation oder einen Menschen dargestellt, der einst in dieser Gegend gelebt hat. Ich hoffe, ihr habt diesen wunderschönen Ausflug genossen. Am Schluss hat mich noch meine liebe Freundin besucht. Wir sind dann förmlich noch von einem sehr verfressenen Pferd verfolgt worden, das hier großzügigerweise einen Apfel bekommt. Also ihr Lieben, in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal.